Ihr beiden, die ihr mir so oft in Not und Trübsal beigestanden, sagt, was ihr wohl in deutschen Landen von unserer Unternehmung hofft. Ich wünschte sehr, der Menge zu behagen. Besonders, weil sie lebt und leben lässt. Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen. Und jeder Mann erwartet sich ein Fest. So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus. Und wandelt in bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Naja, so können wir es machen. Oder auch bleiben lassen. Ja. Ach du, entschuldige, Helmut, entschuldige, ich muss los. Vielleicht kann ich heute noch Bertha sehen. Aufgeben tust du nie, was? Сколько нам еще здесь торчать? Я думаю, года два. Отойди! Отойди от решетки! Давай быстрей! Давай быстрей! Wir kommen morgen wieder. Komm. Meine Jeanne. Duschka! Bertha! Hansa! Ach, mein... Mein großer, kleiner... Putzi. Давай. Давай. Дело на Георга Генриха? Георга. Ganz einfach, Георга. Nicht Георга. Ein bisschen Mühe solltet ihr schon machen. Георга. Генрих Георга. Ja. Die Anklage gegen Sie lautet Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Beteiligung an der Kampagne zur Fortsetzung des Krieges und antisowjetische Reden. Ich bin Schauspieler, kein Politiker. Ah!
Guck mal die alte Tür mit der Lyra. Das alte Tor noch. Guck dir das an. Ja. Komm rein. So. Mensch, hat sich verändert. Ist jetzt weiß gestrichen. Kinderzimmer. Ja, da oben, ja. Und das war ja alles mit Wein bewachsen. Wilden Wein. Hier war die Auffahrt zur Garage. Ja. Die wunderbare 200 Jahre alte Eiche haben sie weggenommen. Ja, die ist weg. Tja. Ja, es ist so. Langes her. Hier gibt's viele Fotos von George, hier beim Eingang. Ja, rein und raus gehen, mit Dix und so. Ach, guck mal hier. Treppenhaus. Da hing das Beckmann-Bild. Ja. Ja, direkt am Eingang. Guck mal. Sag mal, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Also geschmeichelt hast du mir nicht gerade. Ja. Sag mal, bin ich denn wirklich so dick? Guck dich doch mal an. Erstaunlich, hat sich alles verändert. Kleiner geworden. Es wird kleiner, ja, tatsächlich. Und hier geht's ins Wohnzimmer. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Das habe ich wirklich riesig in Erinnerung. Da war hier eine Trennwand. Das war alles, wirkte alles viel größer, ist richtig. Komisch. Hier war der Schreibtisch von George. Das war der Schreibtisch, hier? Ja. Hier so eine Sitzgruppe. Und wo ist das alles hin? Wo hätte man, da, ich weiß gar nicht, Bar, wo man das unterbringen kann. Hier war die Bar drin, wo jetzt die Küche ist. Sehr seltsam. Seltsam, seltsam. Also, woran ich mich daran erinnere, das war so wunderbar, der hatte sich eine Bar, das weißt du besser als ich, aber bauen lassen für seinen Bauch. Ja. Das war der Bauchumfang war in der Bar integriert. Das sieht aus wie Pisse. Das riecht wie Pisse. Das ist Pisse. Wenn der Mensch hat seine 30 Jahre, es ist Leben gerade da. Später kriegt er graue Haare. Auf der Nase liegt er da. Was nutzt mir, wenn ich bin 30 und hab Geld und tu nicht mit? Immer schuften und was weiß ich. Und im Übrigen, da haben wir nicht. Nee. Einmal Leben, ihrem Leben. Einmal gibt es ein leeres Schnapp und Bier. Ja, da soll euch großer Pöbelwagen kommen. Adieu, Berlin, abfahren wir. Adieu, Berlin, abfahren wir. Da hing der Dix über dem Kamin. Ja. Das Dix-Porträt, was jetzt in Stuttgart hängt. Kannst du dich erinnern? Das Porträt von Vater. Ja. Das finde ich ganz wunderbar. Ja. Einer der schönsten Bilder von ihm. Davor stand der Baum etwa hier so im Raum drin. Und das Ganze, hier waren die Geschenke und hier saß dann die Familie sozusagen um den Weihnachtsbaum herum. Und durch dieses Fenster ist er reingekommen da hinten. Ich war immer irgendwo in diesem Bereich hier und hatte so ein bisschen Angst, logischerweise, das löste sich dann auf, wenn ich ihn dann erkannt habe. An hatte er extra irgendeinen roten Mantel, ja, aus Wallenstein, Theater, ja, mitgebracht, um diesen, oder natürlich den großen Wattebart, das war ja das Hauptaccessoire, wo sie sich hier rumwand, so ein Riesenteil. Sind hier brave Kinder? Sind hier brave Kinder? Ich höre nichts. Ich höre nichts. Sind hier brave Kinder? Ich hab nichts gemacht. Du hast nichts gemacht. Und was ist mit dir? Hast du was gemacht? Aber du bist ja Pamso. Ich ihn immer enttarnt und sagte immer, das bist du ja Pamso. Und dann war riesige Aufregung. Nein, riesige. Spieltriebmäßig auch. Ich bin Schauspieler. Brauche ich. Das setze ich ein, auch für die Kinder. Meine Güte, Vorfall.
So, fangen wir jetzt mal von vorne an mit irgendwas Vernünftigem. Jetzt nicht diesen Familienkram. Das ist grauenhaft, das ist wie grüne Blatt. Bitte verschon mich damit. Frag mich jetzt was Politisches. Man sagt, in den 20er Jahren haben Sie die Bühnen beherrscht. Sie waren der König der Fantasie im Berliner Theaterreich. Sie haben in linken Stücken gespielt. Piscator, Brecht. Sie haben auf der Bühne die Internationale gesungen. Ja, ja. Das stimmt, das ist alles richtig, ja. Es war eine aufregende Zeit, ja. Vor allen Dingen war es eine künstlerische Zeit. Sie haben in Hollywood viel Geld gemacht. Und später haben Sie sich mit den Faschisten eingelassen. Sie haben Ihre Genossen verraten. Nein. So einfach ist es nicht. Ich habe nie jemanden verraten. Und das kann ich nur wirklich für mein ganzes Leben behaupten. Heinrich, grüß dich. Ach, das ist ja lieb, dass ihr gekommen seid. Das ist ja wirklich lieb. Das hier, darf ich vorstellen, das ist Max Beckmann. Und dieser elegante Herr hier, das ist Otto Dix. Und das ist hier Robert Müller, auch genannt Bobby. Und das ist Ernst Steinachbau. Zwei sehr liebe Kollegen. Also, wenn ihr mich fragen würdet, also die beiden größten Maler unserer Zeit. Ja, so, da seid ihr platt, was? Komm, hey, an die Tränke. Komm, los. So, Bobby, komm. Was ich dir gestern am Telefon noch sagen wollte, dieses ganze Antisemitismus-Gequatsche, ja, das ist Propaganda, reines Propaganda. Der nimmt's nicht so ernst, wirklich. Dieser Spuk, der ist bald wieder weg, glaub mir. Pipifax, ja, nur Pipifax, alles Pipifax. Ah, das ist ja lieb, Günther, das ist ja schön. Na, der gute Vosner Romain. Na, wunderbar, ich danke dir schön. Komm hier, das ist Günther Weichenborn, Schriftsteller. Na ja, kennt ihr ja. Hallo. Ach, Kinder, bitte, tut mir einen Gefallen und kickt nicht so belämmert. Dieser kleine Schwadronneur, dieser Größenwahnsinnige, der in so ein paar Wochen ist der wieder weg. Ist einfach ein schlechter Schauspieler. Ganz schlechter Schauspieler wird umbesetzt. Apropos umbesetzt. Unser Justav, unser Gundels, hat mich rausgeschmissen aus dem Staatstheater. Ja, hat mich rausgeschmissen. Ja, so weit kann's kommen. Ja, die haben mich auch schon auf dem Kieker. Na, wenn's dir hier zu heiß wird, kannst du ja nach Hollywood, hm? Du, die nehmen dich mit Kussern. Alles doch Quatsch. Ich hau doch nicht ab nach Hollywood, bloß weil der Suppenkasper Kanzler wird. Nein. Also, ich würde gerne mal nach Kalifornien. Komm, du, halt dich da raus, ja. Davon verstehst du nichts. Wirklich nicht. Wirklich, bitte. Wir bleiben hier, Schluss aus. So. Und jetzt wird gefeiert. Wenn ihr Wein getrunken habt, seid ihr wie neugeboren. Seid stärker, mutiger, geschickter. Noch einmal so leicht denkend. Einmal so schnell ausführend. Ihr Rohr! Der beste Tropfen ist gerade gut genug für uns. Ihr Rohr war das erste Wort von mir als Baby. Irrois. Ich habe irgendwas gemurmelt und Irrois war die Lieblingschampagnermarke meines Vaters. Ja, Vater! Frau Loli! Kinder, du seid doch mal ruhig, ich muss lernen. Was ist das? Rutsch. Ach, das ist ein Scheiß. Ja, gut, aber der Laden, der muss ja laufen, nicht wahr? Um Gottes Willen, was machst du denn nun schon wieder? Was machst du denn nun schon wieder? Mach dir den Kopf runter und quatsch nicht so viel. Red nicht so viel. Mach dir den Kopf runter und red nicht so viel. Von Politik verstehst du sowieso nicht. Dass du auch immer mit dabei sein musst, du wirst uns noch ins Unglück bringen. Dass du ein Unglück bist, das ist ja wirklich ein fürchterlicher Text, ist das denn? Willst du in dem Machwerk mitspielen, ja? Hast du Lust? In der Großaufnahme sieht meine Nase so groß aus. Duschkeck, wie soll ich mit was mit deiner Nase? Ich liebe deine Nase. Es gibt nichts Schöneres als das Echte. Um Gottes Willen! Was hast du
er denn nun schon wieder gemacht? Hey, doch nicht so viel. Komm da, hier. Dass du auch immer mit dabei sein musst. Da wirst du uns noch mal alle ins Unglück bringen. Gib bloß nicht so viel an. Ja, bringen Sie lieber ein bisschen Wasser und einen Lappen zum Verbinden, ja? Sie haben einen Kommunisten gespielt, dessen Sohn zu den Nazis will. Und Sie verprügeln ihn dafür. Und am Ende des Films läuft der Kommunist zu den Nazis über. Das war Verrat an den Genossen. Das ist alles Quatsch. Was? Die Nazis, die hatten mich immer auf dem Kieker. Die hatten mich immer irgendwie... Irgendwie hatten die mich immer im Visier. Ich hab denen gesagt, ich spiele euch das. Der Film ist scheiße. Aber was heißt hier schon böse? Ich meine, was heißt böse? Einen Bösen gut zu spielen, nicht wahr? Das ist eine Herausforderung für einen Schauspieler. Ach, Kinder, ich wollte einfach arbeiten. So einfach ist das. Habt ihr was zu trinken? Wie bitte? Naja, ein Bier oder ein Wein oder sowas. Ja, wenn er nichts habt, sagt meiner Frau Bescheid. Die hat alles zu Hause. Vielleicht ein Champagner? Ja, ja, bitte schön. Kann auch Champagner sein. Knirsch, knirsch. Was? Господин Георгий захотел шампанское пить. Дайте. Infame Szene, nicht? Völker hört die Signale. Und jedes Mal ein Klatsch, das ist doch fürchterlich, sowas. Und warum spielt er damit? Ja, na, warum spielt er mit? Vielleicht wollte er uns schützen. Vielleicht wollte er seinen Job retten. Wie war der Champagner? Ist doch komisch. Also geschlagen haben mich die Nazis nie. Nein, sie waren nett zu ihnen. Sie haben sie spielen lassen, nicht wahr? An alter deutscher Kulturstätte im Heidelberger Schloss wurden unter der Schirmherrschaft von Minister Dr. Goebbels die Reichsfestspiele eröffnet. Heinrich George spielt den Götz. Unter der Bedingung, dass ihr euch auf Gnad und Ungnad ergebet. Ich mich ergeben! Für wen haltet ihr mich? Bin ich ein Räuber? Er aber, sag's ihm, er kann mich am Arsch lecken. Ich bin der Götz. Ich heiße Götz George. Kann man nichts mehr ändern. Das Ei ist geschlüpft. Etwas wilder, etwas. Ja, was sagt ihm? Er soll mich am Arsch lecken. Ja, ich glaube, ja, das hat er sich, das war das seine Hand, die er getragen hat, die ist schön. Die hat er auf seinem Kostüm getragen, die rechte oder linke Hand von Götz, ich weiß nicht. Das siehst du ja auch auf jedem Bild von ihm, als wenn er als Götz spielt. Ist natürlich ein wunderbares Relikt. Heinrich, hier ist ein Brief für dich. Ja, na, lies doch vor. Oh, wem ist er denn? Von deinem alten Intendanten, er hat dich nicht vergessen. Er hatte viele alte Intendanten. Herr Hartung, der die Festspiele hier geleitet hat. Ja, Hartung. Ich dachte, der ist schon über alle Berge. Gib doch mal her, was schreibt er denn? Will er mir gratulieren, ja? Das Bild der Ermordeten soll vor jedem stehen, der auf der... Das Bild der Ermordeten soll vor jedem stehen, der auf der Bühne des Schlosshofes den Mördern
ein Schauspiel gibt. Was soll das denn? Heinrich. Dein Gedächtnis soll ausbrennen, Heinrich. Und deine Zunge soll in deinen Hals zurückrollen. Das ist heftig. Das ist allerdings heftig. Heinrich. Heinrich, wir können. Ja, ja. Ich komme. Ja, aber sag ihm, er kann mich im Arsch lecken. Sein. Es lebe die Freiheit! Es lebe die Freiheit! Es lebe die Freiheit! Wenn die uns überlebt, da können wir ruhig sterben. Denn wir sehen im Geiste unsere Enkel glücklich. Es lebe die Freiheit! Verschließt eure Herzen sorgfältiger als eure Türen. Es kommen die Zeiten des Betrugs. Es ist ihnen Freiheit gegeben. Die Schwachen werden regieren mit List. Der Tapfere wird in die Netze fallen. Womit die Feigheit die Fahne verwebt. Himmlische Luft. Freiheit. Gefallen, Herr Reichsminister. Es überrieselt einen kalt, nicht wahr? Unser großer George, der Götz von Berlichingen, ist sicher seine wichtigste Rolle. Der unbeugsame Deutsche. Kommen Sie! Das ist das Vorbild unserer nationalsozialistischen Zuschauergemeinschaft. Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich liebe den Götz, ja, ich liebe ihn wahrlich. Ich liebe ihn so, wie ich meine Heimat liebe. Ja, der Dichter würde sagen, seine Blutströme durchrieseln mich. Sie machen mich fruchtbar und geben mir Nahrung an Seele und Leib. Ja. Götz, ja, ich nehme den Namen an, aber ich kann damit nicht so viel anfangen. Als Kind hatte ich einen Nickname gehabt und hieß Putzi. Das war mir vertraut, so bin ich aufgewachsen. Und ist es sicherlich eine Auszeichnung gewesen, war es sicherlich ein Schulterklopfen und ein Stolz sein auf den Sohn. Und der muss mir ja wohl irgendwie meine Streichleinheiten verpasst haben, dass ich auch in diesem Beruf bestanden habe. Das ist ja auch ganz entscheidend wichtig. Ich hatte ja davor große Angst, dass ich gesagt habe, die Bestandsaufnahme wird schwerfallen vor dem Alten. Ich bin euch ein Dorn in den Augen.
so klein wie ich bin, beschwerte mich bei den Freunden, an meinen Nachbarn und spionierte über mich. Aus dem Weg wollte er mich haben und du bist ihr Werkzeug. Ja, passt doch gut, hat Goethe geschrieben. Wenn Sie nicht aufhören, Theater zu spielen, werden wir nie fertig. Es lebe die Freiheit. Es lebe die Freiheit. Und wenn die uns überlebt, da können wir ruhig sterben. Этого не надо писать. Оставьте. Hier geht es nicht ums Theater, Herr Georgi. Hier geht es um die Wahrheit. In der Kunst liegt die Wahrheit. Und das wird sich auch nie ändern. Und darum bin ich ja Schauspieler geworden. Die Wahrheit. Sie haben Zukunft. Große Zukunft. Der Führer schätzt sie. Heinrich George. Erfolgsschauspieler. Sie wissen, was Göring gesagt hat? Es ist einfacher, aus großen Künstlern Nationalsozialisten zu machen, als Nationalsozialisten zu großen Künstlern. Da hat er einmal recht. Ja, worüber wollen Sie mit mir reden? Ich möchte diesem verkopften Gründgens am Schauspielhaus etwas entgegensetzen. Das deutsche Volk braucht ein Theater für den Bauch. Der Gründgens sie damals nicht auf die Straße gesetzt? Dem müsste man's mal zeigen. Der Führer will das Schiller-Theater umbauen lassen. Und Sie sollen Intendant werden. Ja. Wir wollen Sie an vorderster Front der deutschen Kunst. Ja, ja, gut. Ja, ich werde es mir überlegen. Entartet nennen Sie mich. Meine Kunst ist undeutsch. Wie soll ich denn da noch arbeiten? Ich gehe nach Amsterdam. Hm. Oder vielleicht nach Amerika. Nee, nee, komm, Max. Komm, mach keine fiesen Matenten. Nichts überstürzen. Das Exil, mein lieber Freund, ist keine Heimat. Ach, apropos Exil. Ich habe gehört, Brecht hat einen Brief geschrieben und macht mich für den Tod von Hans Otto verantwortlich. Otto war im illegalen Widerstand tätig, nicht wahr? Ich hatte mit Otto überhaupt nichts zu tun. Also, zumindest in der letzten Zeit. Man glaubt immer nicht, zu was die Nazis fähig sind. Das ist doch barbarisch. Heinrich, komm mit. Was willst du hier noch? Spielen. Wo soll ich denn sonst spielen, wenn ich hier? In Hollywood war ich schon. Das ist ein leeres Land, ohne Gesicht. Da kriegst du alles. Nur keine Kunst. Ach, grüß mir deine Quappi. Ja, danke. Das werde ich machen. Das ist vielleicht für immer. Oh, Max, also komm! Also sowas will ich nicht hören. Wirklich. Wir gehören doch zusammen, wir beide. Wir werden uns doch immer wiedersehen. Ist doch egal, was passiert. Herr Gürt, du sollst Intendant werden? Ach, das werden wir doch alles sehen. Das ist auch ganz unwichtig. Erstmal gehen wir auf Tournee. Spielen ist das Wichtigste. Spielen ist für mich so wichtig wie für dich das Mal.
George blieb in Deutschland. Max Beckmann ging nach Amsterdam. Er kam nie wieder nach Deutschland. Er ging von Amsterdam nach Amerika. Und dieses Bild symbolisiert natürlich die Jahre zwischen 35 und 45. Aber er hat es alles vorausgesehen. Er hat es vorausgesehen und das ist die Achse hier. Das sind die Toten und hier sind die Überlebenden. Wie groß war unser Erstaunen und unsere Freude, als wir über Radio Wien den Jubel und die Begeisterung über die Einverleibung Österreichs in das Altreich hörten. Die große, bedeutende Rede unseres Führers, in der er den großen weltgeschichtlichen Vollzug verkündete, den Eintritt seiner Heimat in das Deutsche Reich. Wir waren die ersten deutschen offiziellen Besucher nach dem Anschluss. Und diese Hysterie der Freude über den Anschluss, die haben den Wagen von George geküsst. Also die haben das Theater gestürmt, um ihm zu zeigen, wie dankbar sie sind, dass sie wieder deutsch sein dürfen. Wenn wir hier öfter einmarschieren, braucht der Wagen nicht mehr in die Wäsche. Die beiden Länder gehören doch zusammen. Die gleiche Sprache, gleiche Kultur, eine Musik. Die Österreicher, die lesen Goethe und wir hören Mozart. Juden hören auch Mozart. Ich habe am allerwenigsten gegen die Juden. Juden sind meine besten Freunde, das musst du doch am besten wissen. Aber habt ihr das gehört? Ja, sag mal. In Wien habe ich die Judenverfolgung gesehen. Also die Juden sind von der Straße weggeholt worden. Einen habe ich gesehen, der musste mit der Zahnbürste das Pflaster sauber machen. Keiner wagt mehr zu sagen, was er denkt. Ab, du Judenschwein! Danke schön. Prag ist ja so viel Deutsch gewesen, da haben wir im Deutschen Theater gespielt. Das war wunderbar. Also, und dann aber in Holland sind wir boykottiert worden, öffentlich. In Utrecht hatte die Boykotthetze nun zum ersten Mal eigentlich wirklichen Erfolg. Während wir so in allen Ländern und Städten Lorbeerkränze einheimsten und Grüße mit den Wappen und Insignien der jeweiligen Städte und Länder, in denen wir nun spielten, auf die Kulissen gemalt bekamen, empfing uns da als eisiges Schweigen. Und da waren im Theater nur die deutschen Botschafts. Der Botschafter, seine Frau, ein leeres Theater. Was machen wir jetzt? Wir spielen natürlich, ist doch klar. Ach, du Donnerwetter. Wir spielen heute die beste Vorstellung. Wir spielen für uns, wir spielen für die Kunst. Wir spielen für die Wahnsinn da unten. Das war unvergesslich, das haben wir wirklich für uns gespielt und das war wunderbar. Hiermit schließt der Dichter ab, diese wahrhafte Begebenheit, die dem Richter Unglück brachte. Doch am Ende Seligkeit. Denn gäb's nicht Unglück auch auf dieser Welt. Wir trügen Menschen denn das Glück. Drum macht euch zum Applaus bereit. Wenn's euch nicht gefiel, verzeiht. Wer nimmt denn hier die Mappe? Willkommen, Horst. Komm. Das war ein unwahrscheinliches Erlebnis. Und dann haben wir uns verbeugt und jederseits sich gegenseitig angeguckt. Und so haben wir gesagt, was ist das doch ein schöner Beruf. Nicht? Aber das ist seine Inspiration. Komisch, wir waren dem Dichter noch nie so nah wie an diesem Abend. Das ist doch erstaunlich, was die Kunst alles schaffen kann. Für Goebbels waren ihre Auftritte im Ausland kriegswichtige Aktionen. Was weiß ich.
dieser Schmierenkommandant gequasselt hat. Es war eine wunderbare Tournee. Mit viel Spaß, ja. Nicht mehr, nicht weniger. Ernst Stahl-Nachbar, ein Halbjude. Günther Weisenborn, ein halber Kommunist, mindestens halb. Robert Müller, Halbjude mit jüdischer Frau. Wilhelm Frenger, Sozialdemokrat. Wir geben Ihnen die Ehre, dieses Theater zu leiten, und Sie geben mir diese Liste? Von den Leuten, die Sie für Ihr Theater haben wollen, ist kein einziger Parteigenosse. Nun ja, es ist eben viel einfacher, aus guten Künstlern Nationalsozialisten zu machen, als aus Nationalsozialisten gute Künstler, nicht wahr? Ich brauche diese Leute, sonst kann ich gleich aufgeben. Sie stellen mir Bedingungen. Nein, nein, um Gottes Willen, nein, nein. Ich bitte Sie einfach um die besten Künstler. Sie übernehmen die Verantwortung. Für ein gutes Theater, ja. Und für diese Leute. Auf gute Zusammenarbeit. Herr Intendant. Auf das Theater. Auf das Theater! Das Theater. So, Kinder. Es wird gefeiert. Kommt, kommt. Sieh schnell nach den Kindern. Ja, gut. Heinrich. Meine Frau ist enteignet. Ich habe keine Arbeit. Niemand darf ich mehr einstellen. Bobby, komm, Bobby. Na, mach dir keine Sorgen. Wir haben doch jetzt viel mehr, wie soll ich sagen, wir haben doch jetzt viel mehr Spielraum. Jetzt kann ich dir helfen. Ja, das ist der Sinn der Sache. Ja, schlimmer wird das. Immer schlimmer wird das. Ich sag's euch. Einen nach dem anderen bringen sie um und dann gibt's Krieg. Aber unser neuer Intendant hat ja aufgeatmet, als unser Führer aus dem Völkerbund ausgetreten ist. Ich habe nicht aufgeatmet, Heinrich. Komm, Paul, red doch nicht immer so einen Unsinn. Damit hilfst du doch niemandem. Wir machen Theater und das so gut wie möglich. Ja, und dadurch haben wir doch auch viel mehr Freiheiten, den Menschen zu helfen. Und darum geht's uns doch. Wir machen Theater. Aber was soll unser letztes Wort sein? Es lebe die Freiheit. Es lebe die Freiheit. Und wenn die uns überlebt, dann können wir ruhig sterben. Es lebe die Freiheit. Sie haben die Synagoge angezündet. Was? Na, das glaube ich nicht. Auf die neue Zeit. Auf die neue Zeit. Keine höhere und ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Das Theater, das von Kabalen und Intrigen lebt, ist tot. Es muss von der Liebe leben. Wenn du hier stehst, für mich ist es was viel Aufregenderes und was viel Heiligeres als die Kirche. Allein dieser Gedanke, der kommt, was könnte passieren, wenn der George noch mal spielen würde oder wenn die ganze Garde hier aufmarschieren würde, die es ja damals gab, das ist unvorstellbar. Also wenn ich die alle noch mal, wenn ich mir was wünschen würde, drei Wünsche offen, die berühmten, dann würde ich mir wirklich wünschen, dass dieser Raum von den Großen noch mal bevölkert wird. Das würde mich unendlich befriedigen. Dann könnte ich auch abtreten. Drum ohne Kabale, mit Liebe ans Werk. Haltet euer Haus in Ordnung, hoch und heilig. Und gedenket seines erhabenen Baumeisters Adolf Hitler. Vorhang auf! Das gefällt mir auch nicht. Da passte, da macht er eben den Kompromiss, weil er sagt, der Führer hat uns geholfen. Und der, ja. Aber das ist natürlich auch clever. Der hat dem einfach so viel Streicheleinheiten gegeben, wie er glaubte, damit leben zu können.
Oder hat das verblödende Gift des Antisemitismus euch schon um jede Fähigkeit des Denkens gebracht? Ihr jungen Menschen, ich kannte eine Jugend, beseelt von Freiheitsliebe und von feurigem Hass gegen die Brutalität eines jeden Despotismus. Da spielten wir oft diese Platte von Zola, diese Dreyfus-Geschichte. Oh, diese sagte, ihr Menschen, ihr jungen Menschen, lasst euch nicht beirren und betören von dem Wahnsinn des Antisemitismus. Gebt Acht! Der Despotismus kehrt zurück! Wieder steckt man uns den Knebel in den Mund! Der Terror regiert! Die Tapfersten werden feig! Niemand wagt zu sagen, was er denkt! Da wurde seine wahre innere Gesinnung, kam ganz deutlich heraus. Der Reporter ist da, wir könnten mit dem Gespräch beginnen. Das Reich, der Führer, hat uns die Schwierigkeiten eigentlich hinweggeräumt, die es einmal gab. Heute ist eigentlich ein Bett vorbereitet, das bequem gemacht ist. Und ich steige also in ein Bett und habe jetzt nur zu formen am menschlichen, am künstlerischen, an der Dichtung. Die Schwierigkeiten hat er also weggeräumt, euer Führer. Was waren das denn für Schwierigkeiten? Kommunisten, Juden und andere Konkurrenten, die auch Theaterdirektor werden wollten? Und die Frage nahe, ob mein lang gehegten Wunsch vielleicht einmal ein Theater zu gründen oder zu nehmen. Ach Gott, nee. Ich wollte eigentlich immer Schauspieler sein. Ich wollte eben mich selbst darstellen. Ich wollte mich eigentlich immer selbst darstellen. Aber Sie waren nicht nur Schauspieler. Sie waren ein Repräsentant der Faschisten. Sie sind auch verantwortlich für alles, für Völkermord, für Krieg. Nee, mein Lieber. Nee. Ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Ach Ludwig, sag doch Frenger, er soll mir das Buch von Bosch auslegen, ja? Mann, Bobby, wie geht's dir? Ich will mich verabschieden, Heinrich. Verabschieden? Wo willst du denn hin? Nach Hamburg? Du weißt ja, meine Mutter ist... Ja, ich weiß. Ich kann dir gar nicht sagen, wie unendlich leid mir das tut. Arbeiten darf ich immer noch nicht. Ich habe seit über einem Jahr nicht mehr gespielt. Ja, ich weiß doch. Das weiß ich doch. So kann ich nicht leben, Heinrich. Ich habe alles versetzt, was ich habe. Ja, um Gottes Willen, wie viel brauchst du? Nein, ich will nicht mehr betteln, Heinrich. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Nein, Bobby, sag sowas nicht. Das macht mich traurig. Das macht mich richtig traurig, wirklich. Und dieses Ding da, das musst du auch nicht tragen. Das ist versprochen. Er hat einen Gesuch an den Führer befürwortet, an dessen positive Entscheidung ich nicht glaubte. Und auch Heinrich war keineswegs davon überzeugt. Das Gesuch lief 10 Monate. Robert Müller? Und wurde erstaunlicherweise positiv entschieden. Das war am 24. Dezember 1941. Am 25. rief ich Heinrich an und sagte zu ihm, das Gesuch ist entschieden. Ja, Gordon. Ich bin's, Bobby. Ja, Bobby, ja, was gibt's? Es ist positiv entschieden. Ja, das ist doch wunderbar, dann haben wir es doch geschafft. Ja, nun, ja, du freu dich doch! Ja, wir haben es geschafft, Bobby, wir haben es geschafft! Hurra! Darauf erfolgte ein Ausruf, ein Schrei durchs Telefon, den ich heute nach einem Vierteljahrhundert noch höre. Ein Freudenschrei. Nimm dir ein Auto und komm sofort heraus. Wir fuhren zusammen ins Schillertheater.
Sie spielten den Prinzen von Homburg. George war der große Kurfürst, Paul Wegener Kottwitz. Der herrliche Horst Kaspar, der Prinz von Homburg. Das Theater war ausverkauft. Heinrich ließ mir einen Stuhl vor die erste Reihe setzen und die spielten für mich Theater. Ich werde diesen Abend nie vergessen. Himmel, die Freude tötet ihn. Lass den Kanonendonner ihn erwecken. Nein, sagt, ist es ein Traum? Ein Traum, was sonst? Ein Traum, was sonst? Ins Feld! Ins Feld! Ins Feld! Zur Schlacht! Zur Schlacht! Zum Sieg! Zum Sieg! In Staub! Mit allen Feinden Brandenburgs! Ich werde diesen Abend nie vergessen. Goebbels war meine Entjudung nicht sympathisch. Er verweigerte mir die Aufnahme in die Theaterkammer. Aber George setzte sich durch mit der Einschränkung für kleine und kleinste Rollen. Aber auch diese schwere Demütigung wusste er zu umgehen. Er hat sich natürlich an dieses Gebot nicht gehalten und mich sofort in größeren und großen Rollen eingesetzt. Was ist denn sonst für ein Mensch? Ein Dickkopf. Ein ganz hitziger. Wir haben viel gestritten. Aber dass ich heute noch lebe, habe ich lediglich meinem Freund Heinrich George zu verdanken. Es ist mein einziger, sehnlichster und letzter Wunsch, dass der große Künstler und mutigste Freund, Heinrich George, in Freiheit gesetzt werde und diese bedeutende Kraft dem deutschen Theater zurückgegeben wird. Ja, Bobby war immer sentimentaler. Ja, du schnappst immer so pathetische Sachen raus. Ja, er war eben Schauspieler. Nein, danke. Sie haben ihm geholfen. Ja, ist doch klar. Er stirbt ihm seine Frau oder seine Mutter. Was soll denn da noch kommen? Ja, glaube. Sie haben einen Verräter gedeckt, einen russischen Spion. Das ist doch Unsinn. Wir haben die Rote Kapelle hochgenommen. Ihr Weißenborn gehört zu diesem Pack. Dafür werden die bezahlen, diese Volksschädlinge. Und Sie auch. Weißenborn? Nee. Nee, also davon habe ich nichts gewusst. Sie sind mit ihm befreundet. Sie waren sogar Trauzeuge bei dem Weißenborn. Sie müssen es gewusst haben. Ich sag's noch einmal, ich habe davon nichts gewusst. Sie haben die Verantwortung für diese Leute übernommen. Meine Aufgabe ist es, gutes Theater zu machen. Und das mit den Westen. Ich werde Ihren Judenstall ausmisten. Bei Ihnen gibt es vom Pförtner bis zum Intendanten nur zwielichtige Gestalten. Wenn sich in meinem Theater jemand versteckt hat, dann hat das nichts mit meinen Leuten zu tun. Da kenne ich jeden, jeden Einzelnen. Hallo? Weißenborn? Ja, ja, Weißenborn. Er hat uns in Gefahr gebracht. Jawohl, er hat uns in Gefahr gebracht. Das ganze Theater hat er in Gefahr gebracht. Ja, nun, bitte. Was soll ich jetzt tun? Nicht aufregen. Ich glaube, Goebbels hat sich schon wieder beruhigt. Ach, mein Gott. Kann nur hoffen, dass ich niemandem kündigen muss. Heinrich, Sie fangen an, die Schauspieler einzuberufen. Schauspieler sind keine Soldaten! Verdammt nochmal! Entschuldigung,
Der Vater von Günther Weisenborn möchte Sie sprechen. Ja, lass ihn dann rein. Ich bin sicher, dass du Günther hilfst. Wenn dein Vater um seinen Sohn bittet, dann kann man nicht Nein sagen. Was soll ich ihm denn nun sagen? Mensch, Heinrich, die Gestapo wirft ihm Hochverrat vor. Was werden die denken, wenn du dich für einen Spion einsetzt? Herr George, helfen Sie meinem Sohn. Ich bitte Sie, helfen Sie ihm. Mein Großvater wollte natürlich, dass George, dieser große Schauspieler und dieser wichtige Mann, der seinen großen Namen hatte, sich für ihn einsetzt. Da hat er sich sehr kalt gezeigt. Das war natürlich für den besorgten Großvater eine große Enttäuschung, dass der gute Freund sich nicht für ihn eingesetzt hat. Почему Георгий все еще не в лагере, а? Это непростое дело. У нас сегодня в бараке Петров. Битва за Сталинград – это было непростое дело. Битва за Берлин – это было непростое дело. Если бы наши солдаты тогда так же медлили, как вы сейчас, мы бы все сгнили в концлагере. И Гитлер завоевал бы полмира. Я хочу правду узнать. Я скажу тебе правду. Георгий был нацист. Он стоя аплодировал Геббельсу. Die gewaltige Massenkundgebung im Berliner Sportpalast. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Soldaten, Ärzte, Wissenschaftler, Künstler, Ingenieure und Architekten. Wollt ihr den totalen Krieg? Da haben sie mich beschissen. Ja. Also da haben sie mich nur wirklich beschissen. Schicken sie mir einen Fahrer für Bertha und mich und sagen, es handelt sich um ein Treffen mit Goebbels. Ich dachte, es geht um einen neuen Film oder sowas. Nee. Plötzlich stehen wir vor dem Sportpalast. Ja. Und Sie mittendrin? Ja. Bertha und ich, wir sind gleich nach hinten gegangen. Aber nee. Da kamen gleich die Schergen, haben uns nach vorne geholt in diese Künstlerabteilung da, Künstlerblock. Ist Ihnen klar, was die Menschen im Kino gedacht haben? Hm? Der große George, das ist doch einer für uns. Wenn der für den totalen Krieg ist, dann wird das schon richtig sein. Sie, der Volksschauspieler, haben für den totalen Krieg gestimmt. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich saß einfach nur da mit Bertha. Ich hab zugehört, ja. Ich bin auch nicht auf den Stuhl gestiegen, wie sie anschließend immer behauptet haben. Hier, so. Ja, so sieht's aus, wenn George auf den Stuhl steigt. Aber sie sind natürlich auch aufgestanden, wenn es angesagt war, also beim Singen der Nationalhymne, es wurde sicher das Horst-Wessel-Lied am Schluss gespielt und Deutschlandlied oder was immer, aufstehen, Arm hoch. Sie haben gejubelt und geklatscht. Das sieht man doch in der Wochenschau. Die Wochenschau hat ihn offenbar nicht gefilmt, sondern sie haben nachher ein Foto genommen von den beiden. Sie haben die Arme, wo sie gerade klatschen, abgeschnitten. Es sind die beiden Köpfe, Bertha Drews und Heinrich George zu sehen. Und vor der Kamera wackelt das Bild. Ich habe nur Sie in der Wochenschau gesehen. Sie waren der einzige deutsche Künstler im Sportpalast. Wieso war ich der Einzige? Nee, Klöpfer war da. Bernhard Minetti war da. Wahrscheinlich auch noch ein Dutzend anderer. Sie sind im Film. Sie, der Vorzeigeschauspieler. Wieso bin ich Vorzeigeschauspieler? Paul Wegener, Gustav Gründgen sind auch Vorzeigeschauspieler. Paul Wegener hat den Propagandafilm mitgespielt. Und wo ist er jetzt? Bitte schön, wo ist er jetzt? Jetzt ist er Vorsitzender in der Kunstkammer. Paul Wegener war bei Ihnen angestellt im Schillertheater. Ja, allerdings, ja. Ist ein wunderbarer, ganz außergewöhnlich herrlicher Schauspieler. Als ich jung war, da war er mein Vorbild. Und später waren wir Freunde. Und 1943 hat Herr Wegener
ihr Schillertheater verlassen. Aus politischen Gründen. Es fing nur an, schwierig zu werden, wie es klar war, dass sie beide sehr verschiedene Einstellungen hatten zu dem politischen System. Ja, ja, er ging zu Grönkens. Wir haben uns gestritten wegen König Lear. Ja, ja, das werden Sie nicht verstehen, aber das ist eine Rolle, die man gespielt haben muss. Also das ist nun, entschuldigen Sie, aber das ist nun wirklich die Vollendung für einen Schauspieler. Und haben Sie sie gespielt? Der King Lear war wohl ein lange gehegter Wunsch von ihm und er hat sich überlegt, ihn zum 50. Geburtstag zu spielen. Aber er hatte schon mit Wegener verhandelt, dass er ihn spielen sollte und es gab eine Kontroverse, die so weit ging, dass Wegener zu Grönkens ging. Du gibst mir den Lear als zweite Besetzung? Du willst, dass ich für dich einspringe, wenn du mal wieder einen Propagandafilm für Goebbels drehst? Wenn ich nicht wäre, wärst du schon längst im Gefängnis. Da habe ich vorgesorgt. Ja, natürlich, mit deinem Propagandafilm. Ja, du wolltest den König Lear spielen, bitte, jetzt spielst du ihn. Viel Glück. Nee, jetzt will ich lieber den Nathan spielen. Einen weisen Juden. Das wäre doch etwas. Da kannst du mal zeigen, wo du stehst. Ich glaube, es ist besser, du verschwindest jetzt. Und das war natürlich eine Degradierung von einem ersten Schauspieler, die er nicht überwinden konnte. Und das war der eigentliche, glaube ich, der eigentliche Bruch dann zwischen den beiden. Das hat er ihm nie verziehen. Nee. Dieses Theater ist nicht mehr mein Theater. Es war noch nie dein Theater! Leck mich am Arsch! Es lebe die Freiheit! Ich kann mich noch erinnern. Nachts kam ein Anruf, das Theater brennt. George nahm seinen Mantel, rannte los und versuchte in die Stadt zu kommen. Ist dann im Feuersturm bis zum Theater gelaufen, hat versucht zu helfen mit anderen Kollegen, die dort im Theater auch waren. Aber es hat nichts genützt. Es war nicht zu retten. Es brannte und es stürzte auch ein Teil des Daches ein. Und damit war der Traum von Lear natürlich auch begraben. Wir haben also unsere alten Balken und Bretter eingebaut. Wir haben den alten Vorhang zerschnitten, haben unsere Teppiche, die wir nicht verbrannt haben, gerettet und haben damit den Fußboden belegt. Und das Wesentliche für uns ist ja eben, dass es weitergeht. Wir werden trotzdem, das verspreche ich euch, genau den Eindruck erwecken, als ob es eine richtige Bühne ist. Wir werden eben zaubern. Zauber ist das A und O des Theaters. Na, Burkhard! Was haben Sie dann gemacht? Ja, wir spielten weiter. Und meine Leute mussten nicht an die Front. Wir spielten den Faust in den Trümmern von Berlin. Ja, war komischerweise ein Erfolg. Der Pakt mit dem Teufel. Ja, die Leute haben schon verstanden. Und er hat das gemacht, was wir anderen alle brauchten. Irgendwie eine Erinnerung, dass es eine deutsche Kultur gibt, die dieses Dilemma und diese Katastrophe überlebt. Und für uns war es dann in den letzten Kriegsjahren wie ein Tempel. Da sind die Menschen ja noch nach den Bombenangriffen zu Fuß stundenlang gewandert. Und an einem solchen Abend bat George zu sich nach Hause. Das gibt es Menschen, die sagen, da geht ein Engel durchs Zimmer. Das ist irgendwie, da passiert etwas. Und der George, ganz leise für sich, spricht das Gretchengebet. Ach, neige. Du schmerzt das Reiche, dein Antlitz gnädig, meiner Not. Verfühlet wie wühlet, das Schmerz mir im Gebein. Was mein armes Herz hier banget, was es zittert, was es verlanget, weißt nur du allein.
Und da sind Sie stolz darauf, dass Sie das Theater wieder aufgebaut haben für die deutsche Kunst, ja? Wissen Sie, was das vor allem gezeigt hat? Durchhaltewillen. Das passte den Nazis wunderbar in den Kram. Der große George gibt nicht auf. Er lässt sich von keinen Bomben unterkriegen. Wie ist es, Herr George? Haben Sie nun Ihren Beruf ganz abhängen müssen, um Granaten zu drehen? Ach, wissen Sie, ich bin selbst Granate. Papa ist ein Radio. Und brauche Sie daher nicht zu drehen. Und zwar bin ich kein Blindgänger, sondern wenn ich mal abgeschossen werde, lande ich meistens als Vollpfosten. Ein Blödsinn, den ich da rede. Dass du dich immer so weit aus dem Fenster legen musst. Du stürzt uns alle ins Unglück. Ich sage, was ich will und ich tue, was ich will. Habe ich immer gemacht. Sie war überhaupt nicht überzeugt, dass irgendetwas noch geht und hat versucht, George von allen diesen Dingen wegzuhalten. Und der größte Film aller Zeiten. Und das mitten im Krieg, das zeigt noch mal, wozu wir fähig sind. Und für den größten Film brauche ich auch unseren größten Schauspieler. Nee, das geht beim besten Willen nicht. Nee, wir machen ein Tournee mit dem Schiller Theater nach Dänemark, Schweden. Ich habe da schon in Jutüs mitgespielt. Ich meine, das reicht ja wohl nicht. Da haben Sie nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Wer sagt denn das? Das weiß ich von Ihrem Freund Harlan, Ihrem Regisseur. Aha. Ja, aber das Theater braucht mich, meine Leute brauchen mich. Deutschland braucht Sie. Ich habe Ihnen Schauspieler genehmigt, die allesamt ins Gefängnis gehören. Ich habe beide Augen zugedrückt, als bei Ihnen Spione und Hochverräter aufgeflogen sind. Und Sie weigern sich, einmal mir zu helfen. Ja, wie lange sollen denn die Dreharbeiten dauern? Mindestens 4 Monate. Ja gut, muss ich 300.000 Mark verlangen. Sie haben sonst nicht mal 100 gekriegt. Na ja, aber wenn Sie mir befehlen, in Kolberg mitzuspielen, dann muss ich auf 3 andere Produktionen verzichten. Ich meine, das ist doch nur ein Verlust. 120 und kein Pfennig mehr. Ach, mir geht's doch hier gar nicht ums Geld. Das ist doch wie ein Tauschgeschäft. Wenn ich auf etwas Künstlerisches verzichten muss. Wie bitte? Dann kann mir doch nicht zugemutet werden. 150 und Schluss. Dieser Film ist das wichtigste Geschütz für meine geistige Kriegsführung. Jetzt geht's nicht mehr um Kunst. Jetzt geht's ums Vaterland. Um alles. Ich habe selbst ein Drehbuch mitgeschrieben. Unsere Häuser können Sie verbrennen. Aber unsere Erde nicht. Und wenn wir nicht als Menschen leben können, dann leben wir eben als Maulwürfe. Und wenn wir uns mit unseren Nägeln in unseren Boden einkrallen müssen, in unsere Stadt. Und wenn wir uns mit unseren Nägeln in unseren Boden einkrallen, an unserer Stadt, wir lassen nicht los. Eisenau. In Eisenau. Ich habe noch niemals vor einem Menschen gekniet. Jetzt tue ich's. Kolberg darf nicht aufgegeben werden. In Eisenau. So wollte ich's von Ihnen hören, Nettelbeck. Jetzt können wir zusammen sterben. Du gabst uns das Signal zur Schlacht. Wir trugen deinen Willen im Sturmlauf zum Siege. Du warst in uns und du bist der Sieg und du auch bist das Reich, das wir bauen. George ist immer noch der alte, tapfere Kämpfer für unsere Sache, der auf Gedeih und Verderb
mit uns geht. Ich glaube und bekenne, dass ein Volk nichts höher zu achten hat als die Würde und Freiheit seines Daseins, dass es diese mit dem letzten Blutstropfen verteidigen soll. Ich glaube und bekenne, dass ich mich sehr glücklich fühlen würde, einst in dem herrlichen Kampf um die Freiheit und Würde des Vaterlandes einen glorreichen Untergang zu finden. Karl von Clausewitz. Mag die barbarische Zerstörungswut unserer Feinde die Denkmäler unserer vaterländischen Geschichte brandschatzen und vernichten, sie werden im Gedächtnis der Nation nur fester und unzerstörbarer fortbestehen. Ihre Worte. Kurz vor Kriegsende. Ja, ja, richtig. Das ist... Ich habe Kompromisse gemacht. Das war nicht alles korrekt, was ich gemacht habe. Aber meine Heimat Stettin, verstehen Sie? Und Hamburg, Dresden, Lübeck. Ich meine, das habt ihr doch... Das Feuer hat Hitler gelegt. Im April hatte uns der Krieg nur wirklich erreicht. Man hörte den Geschützdonner aus der Stadt und ich sah die ersten Russen über die S-Bahn-Gleise springen dahin. Und mein Vater schrie schon, Mensch, Mensch, kommt runter, wir müssen weg. Und wir rannten zum See rüber, auf die Insel Wannsee und blieben dort einige Tage, bis wir wieder mit dem Boot zurückfuhren eines Morgens. Und da waren die Russen auf dieser Seite des Ufers weg. Wir haben überhaupt keinen Russen gesehen in der ganzen Zeit. Und dann 14 Tage später stand plötzlich ein sehr hoher russischer Offizier vor unserer Tür mit einer wunderhübschen Dolmetscherin. Ich habe sie reingelassen. Und ich stand immer hier oben, das weiß ich noch, das ist mir noch in Erinnerung, und guckte immer, wenn die unten reingekommen sind, weil das interessierte mich. Und dann bekam ich von unten dann die Anweisung von Vater. Er machte dann nur so, dann ging dann gebückt ganz schnell weg. So, mein Kleiner, komm, komm, geh mal in dein Zimmer. Komm, ab. Jan! Bleib im Zimmer. Waren Sie in Partei? Nein. Ich mache Ihnen Predlogenie. Ein Angebot. Wir fahren zusammen in offenem Wagen durch Stadt. Leute, sehen Sie mit uns? Sie winken ein wenig. Это был бы хороший жест. Was? Das wäre eine gute Sache. Nee, das kommt nicht in Frage. So was mache ich nicht. Das sperrt mich lieber für eine Weile ein. Die haben ihn gefragt und dann haben sie gefeiert und dann haben sie gesungen und dann haben sie irgendwas kapiert, dass der die Russen doch mochte und eigentlich ganz viel Russen gespielt hat. Das war einfach ein so volkstümlicher Mensch, auch der George, dass die auf einmal sich da irgendwie zu Hause fühlten, nach all diesen fürchterlichen Erlebnissen, die sie ja im Krieg gehabt haben. Ich habe gehört, die Russen erstellen schwarze Listen. Gründgens, Furtwängler, Kraus. Die bekommen alle Auftrittsverbot. Du stehst auch drauf. Sie können mir alles wegnehmen, was ich noch habe. Aber wenn Sie mir verbieten zu spielen, dann sterbe ich. Was ist denn?
Ach, Jottchen, meine kleine Geliebte, Tuschka, ich muss dir mal alles gleich so ernst nehmen, was ich sage. Also umbringen werde ich mich nicht gleich. Ach Gott, mein geliebtes Wesen. Herr Stahl, Nachbar, wie war Genrich Georges Haltung zum Nationalsozialismus? Wie bei den meisten, nehme ich an. Herr Stahl, Nachbar, eine ehrliche Aussage könnte Ihnen weiterhelfen in der neuen Zeit. Wie war sein Verhältnis zur Belegschaft? Zunächst möchte ich auf Tatsachen verweisen, die positiv erscheinen. Heinrich George hat mir als Mischling geholfen. Und er setzte sich unter anderem auch für die Frau eines verstorbenen Schauspielers ein, damit sie wieder frei war, nachdem man sie als Mischling abgeholt hatte. Und wie war sein Verhältnis zum Gittler-Attentat? Was soll ich sagen? Dem Herrgott hat er gedankt, dass der geliebte Führer wie durch ein Wunder erhalten geblieben ist. Jetzt muss man sich, hat er gesagt, noch stärker für den Sieg einsetzen. Also, er war ein Faschist. Er war Schauspieler. Er hat auch im richtigen Leben ständig Rollen gespielt. Man wusste nie, ob er wirklich das war, was er schien. Würden Sie mir Ihre Aussage schriftlich geben? Also ich war wirklich entsetzt, als ich dieses las, ja. Und das war auch in seiner Handschrift geschrieben. Es war also wirklich ganz entsetzlich, ja. Ich wurde also schamrot. Also man verhält sich einem Freund gegenüber nicht so. Es war für mich klar, dass Genrich George auch bei Zubilligung vieler mildender Umstände eines Tages für seine dem Narzissmus dienende und ihn fördernde Haltung sich zu verantworten und dafür einzustehen haben werde. Sie haben mir sehr geholfen, Herr Stahl-Nachbar. Herr Biebler. Sie können gehen. Am 23. Juni kam plötzlich ein Deutscher mit einer roten Armbinde, sagte, Herr George, ziehen Sie sich an, Sie kommen jetzt mit. Ich habe dir Brote gemacht. Lass mal, ich brauche keine Brote. Ich bin ja gleich wieder zurück. Es dauert doch nicht lange, oder? Nein, es wird nicht lange dauern. Sie brauchen nicht zum Essen mitnehmen. Ja. Wieso fragen Sie mich jetzt über Stahl-Nachbar? Das ist ein Freund von mir, ja? Stahl-Nachbar kommt aus einer jüdischen Familie. Und 33 ist er in so eine nationalsozialistische Betriebsorganisation eingetreten. Gut, er hatte einfach Angst, dass man ihm das Arbeiten verbietet. Und da habe ich ihn haben bei mir angestellt. Er sagt, Sie sind anschmeißerisch für Hitler aufgetreten. Nee, alles kann er sagen, aber das nicht. Nee. Hat er auch nicht, stimmt's? Das Einzige, was ich mal gesagt habe, ist,
Ja, Hitler ist für mich Deutschland. Und Deutschland ist meine Heimat. Und meine Heimat, die liebe ich, das habe ich gesagt, ja. Пишите, ja. Я вам скажу. Я считал, что Германия и Гитлер одно. И поэтому я считал, что борясь за Гитлера, я борюсь за Германию. Hat jetzt aber das alles geschrieben, was ich gesagt habe, ja? Natürlich, natürlich. Für mich war Hitler und Deutschland ein und dasselbe. Daher glaubte ich, wenn ich für Hitler kämpfen würde, ich für Deutschland kämpfen würde. Nee, das habe ich doch. Habe ich doch gar nicht so gesagt, das stimmt ja nicht. Nein, das stimmt nicht, das ist doch eine Lüge. Verdammt nochmal, das habe ich nicht gesagt! Verdammt nochmal! Das unterschreibe ich nicht hier! Das unterschreibe ich nicht! Unterschreiben Sie bitte. Das Urteil wird Ihnen von Gardehauptmann Schmirjow mitgeteilt. Auf Wiedersehen, Herr George. Faschist! George ist einer der angesehensten faschistischen Künstler Deutschlands. Er hielt mehrfach antisowjetische Reden, spielte Rollen, die zur Diskreditierung der Sowjetmacht betrugen und beteiligte sich an der Kampagne zur... zur Fortsetzung des Krieges. Heinrich George wird in das Speziallager des NKWD überstellt. Komm, Chef. Ja, du komm, mach. Den habe ich also da im Uferpalast am Alexanderplatz noch gesehen und mit einmal ist Heinrich George Leben steht ja vor mir. Nicht? Das war für uns damals natürlich als Jungs schon mal ein großes Erlebnis. Wer ist denn du? Fitzner. Wenn Sie irgendwie Hilfe brauchen, Herr George, fragen Sie mich. Das Herr, das lass mal weg. Kann man hier Briefe schreiben? Streng verboten. Aber man kann was rausschmuggeln. Ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr von zu Hause gehört. Guten Tag. Ist das das Haus von... Ich machte die Tür auf und ein amerikanischer Offizier kommt auf mich zu. Ich lasse ihn rein. Er sagt, ist das das Haus von Heinrich George? Ich sage, ja, das ist mein Vater. Das ist ja ein Beckmann, der da hängt. Und bist du der kleine Junge da unten? Warum hast du diese komische Handbewegung? Das ist doch die Teufelszeichen. Hast du was gegen uns? Nö, überhaupt nicht. Ich habe deinen Vater früher am Theater gesehen. Wo ist er jetzt? Guten Tag, Frau Jace. Mein Name ist Sternberg. Es tut mir leid, aber ich muss Ihr Haus beschlagnahmen. Das können Sie nicht machen. Wo sollen wir denn hin? What do you think? Could we put the troops in the guardhouse and they could stay here? Okay. Wir können die Mannschaft in die Haus der Dream unterbringen und die Offiziere hier bei Ihnen. Und Sie können mit den Jungs in der Keller bleiben. Danke. Und so war's dann auch. Und das war ein Geschenk des Himmels. Und ich muss sagen, ich
bin diesen amerikanischen Offizieren, die hier wohnten, ewig dankbar. Denn wir wohnten in einem warmen Haus, in diesem fürchterlich kalten Winter 45, 46. Faust inszenieren. Was? Entschuldige. Ich rede mit ihm. Ja, ich will den Faust inszenieren. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, aber unmöglich ist es auch nicht. Und mit Musik geht's, glaube ich, besser, was? Den Faust hier? Wie soll es gehen? Mit Text von Goethe und mit Musik von dir. Es gibt kein Klavier. Ja, es gibt auch keine Schminke, es gibt keine Kostüme, es gibt keine Textbücher. Schauspieler gibt es auch keine. Dann bin ich natürlich dabei. Zaubern, mein Lieber. Zaubern ist das A und O beim Theater. Als wir in die Küche kamen, linke Hand bei den großen Wasserkesseln, stand dahinter Heinrich George. Wir waren wie erstarrt, blieben wir stehen. Wir konnten das gar nicht begreifen. Was sucht denn hier Heinrich George? Ja, Karl-Heinz, ne? Na, hast du einen Text gelernt? Bist du dir was? Ja, nun komm, lass mich nicht so lange warten. Ich spuck's aus. Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen. Wenn mich auch der ganze Kreis verlacht. Verhöhnt. Mein Pathos brächte dich gewiss zum Lachen. Hättest du dir nicht das Lachen abgewöhnt? Ja, gut. Müssen wir noch dran arbeiten. Hier, der Nächste. Na, Paul, wie ist Text gelernt? Von Sonn und Welten weiß ich nicht zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Ja, wird schon. Komm. Arbeiten wir auch noch ein bisschen dran. Der Nächste. Du bist am Ende, was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken. Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken. Du bist doch immer, was du bist. Donnerwetter! Na, Donnerwetter, hat er das gehört? Habt ihr das gehört? Das ist ein Schauspieler. Wo hast du früher gespielt? Im Rose-Theater. Na ja, hau rein, Mephisto. Ja, hau rein, hier. Jetzt fehlt uns nur noch die Kleine, was? Das Gretchen. Давай, быстро! Пошел, давай! Margaret Hanke war die Tochter eines Brotfabrikanten, die auch eingesperrt war, weil sie BDM-Führerin war. Ja, trau dich, Mädchen, trau dich. Schone mich. Was habe ich dir getan? Hier. Schone mich. Was habe ich dir getan? Lass mich nicht vergebens flehen, habe ich doch meine Tage nicht gesehen. Na komm. Schone mich. Was habe ich dir getan? Lass mich nicht vergebens flehen. Hab ich doch meine Tage. Was ist denn der Krach da hinten? Verdammt nochmal!
Hier wird Goethe gesprochen! Das kleine Bäckermädchen, das das Gretchen spielte, wurde von George in der Probe so wunderbar eingeführt, dass sie wirklich zu einer großen Leistung kam. Und George sagte bei der Erstaufführung in diesem Lager, das könnten wir im Schillertheater spielen. Mach das Licht an! Mach das Licht an! Aber nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin. Und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Erstmal er selber, nicht? Und dann eben, wie er sprach. Er hatte Diction, verstehen Sie? Er hatte, was er sagte, war ein Körper in der Luft. Wie magst du deine Reden nur so hitzig übertreiben? Ist doch ein jedes Blättchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut. Wenn dies der völlig Genüge tut, so mag es bei der Fratze bleiben. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das der ganzen Menschheit zugeteilt. Will ich in meinem Innern selbst genießen und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern. Und wie sie selbst... Und wie sie selbst am Ende auch ich zu scheitern. Im Faust, der macht einen Pakt mit dem Teufel, mit Lucifero, und es ist ein deutsches Schauspiel. Und man gibt eben diesen Faust. Vielleicht, um zu zeigen, seht mal ihr Deutschen, ja, selbst euer großer Dichter sagt von euch, dass ihr mit dem Dämon, mit Lucifero, auf vertrauten Fußes steht. Das klang mir in die Ohren wie ein Weckruf, ja? Wie ein Weckruf. In dem Gesang wird ja gesagt, Judex ergo cum sedebit, wenn das jüngste Gericht gehalten wird, also Gott ist da, ja, nichts wird unbestraft bleiben. Hinaus in die Freiheit. Da hinaus, nicht um die Welt, ist das Grab draußen, da lauert der Tod. Gottes Gericht komm über mich. Gottes Gericht komm über mich. Deine Hand, Heinrich. Sie ist feucht. Wisch sie ab, ich bitte dich. Es ist Blut dran. Faust wurde ein großer Erfolg, und während wir hungerten, konnten wir durch die Kunst das ganze Elend wenigstens für Stunden überwinden. Nein. Nichts, nichts. Ich kann mir nichts erinnern.
Das ist ausgeblendet. Ich könnte jetzt natürlich folgenden Trick benutzen und könnte das wiederholen, was meine Mutter in unendlich schönen, sehr ergreifenden Worten gesagt hat. Der 6. Dezember, ein kalter Tag. Es beginnt schon zu dunkeln. Man kann nicht 10 Schritte weit sehen. Gott zittert ein bisschen. Er ist aufgeregt. Er soll seinen Vater wiedersehen. Wie aus dem Erdboden taucht George plötzlich vor uns auf. Mit weit ausholenden Schritten kommt er auf uns zu. Der Kleine fliegt an seinen Hals. Ich habe ja mit Absicht diesen Ort gemieden, weil ich das ja gar nicht mehr wieder aufleben lassen wollte in mir. Der ist mir völlig neu. Das ist so wie, wenn man ein Drehbuch liest, sich ein Motiv vorstellt und das Motiv wird vom Regisseur nicht eingehalten. Ist man völlig irritiert. Mein großer, kleiner Putzi. Ach, mein Geliebter. Gott. Duschen. Meine geliebte Duschke. Ach Gott. Meine Duschke. Wie geht's dir? Ja, gut geht's mir. Ja, ich koche jetzt für die ganze Mannschaft. Ich würde lieber natürlich für euch kochen. Ja, wenn ich hier rauskomme und nicht mehr spielen darf, dann mache ich eine Kneipe auf. Und nachts, da spiele ich dir alle meine Rollen vor. Ja, meine Duschka. Ist dir nichts aufgefallen? Na, nun komm, ich mache eine Diät für dich. Ja, 30 Pfund habe ich schon runter. Ja, jetzt bin ich fast so schlank wie damals, als wir beide uns kennenlernten. Ja, nun komm, nur Duschka, nun komm, nur bitte, nur wirklich, nur sag doch auch mal was. Was gibt's denn Neues? Die spielen alle wieder. Sogar Paul Wehne. Was spielt er denn? Na komm, du sag schon. Er spielt den König Lear. Ach, na ja, na gut. Na soll er doch, meinetwegen. Ich spiele Faust, ja. So, пойдем. Хватит. Пойда. Ach, meine beiden... Du so treuen Mensch. So, хватит, пойдем. Pass auf dich auf, mein dürrer Groß. Ich vermisse euch. Ich vermisse euch so. Pass auf dich auf. Grüß mir, mein Jan. Lass es. Das habe ich den Russen geklaut vor 2 Monaten. Fröhliche Weihnachten. Ach Gott, ach mein lieber Guter. Ich danke dir. War bestimmt nicht leicht, was die so lange aufzuheben. Hier von mir. Fröhliche Weihnachten. Ach komm, das wäre doch jetzt. Komm, bitte tu mir einen Gefallen. Ja, Helmut sagt jetzt nicht, das wäre nicht nötig gewesen. Na ja, nur was soll das aus uns werden, Heinrich? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben doch jetzt lang genug gebüßt, was? Eines der Hauptlager war Oranienburg Sachsenhausen mit seinen 18 Nebenlagern. Hönisch grinst ihm vom Eingang ins Lager entgegen. Arbeit macht frei. Was für Arbeit? Rücksichtslose Zwangsarbeit. Hunderttausende aller Nationen und Gesellschaftsschichten durchschritten dieses Tor. Die meisten ohne jemals wieder zurückzukehren.
In diesem Lager haben die Nazis Unschuldigen gequält und getötet. Und in diesem Lager werdet ihr jetzt leben. Schau hoch. In diesen rohen Holzgerüsten auf 4 Etagen lagen sie. Gesunde und Kranke durcheinander, Sterbende dazwischen. Man erschlug, erhängte, vergiftete. Man fabrizierte am laufenden Band Leichen, Leichen, Leichen. Tatsache, dass er von Hohenschönhausen hier herübergekarrt wurde, da geht ja was in einem Menschen vor. Das ist ja quasi zum Schafott geführt werden. Das war ja keine Erleichterung, sondern es war eine Verschärfung. Als ich vorhin hier angefahren bin mit einem Luxuswagen quasi, habe ich mir vorgestellt, wie ist es gewesen auf der letzten Fahrt seines Lebens. Das muss er gewusst haben. Was geht da vor? Da verabschiedet man sich doch innerlich schon vom Leben. Ich habe einen Vater gehabt, der von dem höchsten Gipfel so tief fallen kann und fällt, aber fällt mit einer Überlegung. Er sagt, ich sehe das ein, ich sehe einen gewissen Teil meines Lebens, den habe ich falsch gelebt, sicherlich. Und der wird jetzt abgebüßt. Und mit dem Tod ist man ganz locker umgegangen hier. Da ist jeden Augenblick inner gestorben. Meistens nachts, nicht? Und wenn er zu sehr geröchelt hat, dann haben die anderen noch geschimpft. Trotzdem hat er immer wieder die Kraft gehabt, uns aufzurütteln und zu helfen, wo er nur konnte. Und es war erstaunlich, wenn er abends in der Baracke, wenn alles trostlos herumsaß, durch den ganzen Raum brüllte. Am Ohr! Jawohl! Und immer wieder! Kommt auf die Beine! Ja! Er hat Metall auf dem richtigen Fleck. Er könnte zwar umkippen, aber immer wieder stehen sie auf die Beine. Denn auf die Beine steht der Mensch. Solange er noch 2 Beine hat. Denn auf der Beine steht der Mensch, solange er noch 2 Beine hat. Aber auf der Beine kommt nicht an. Und auf den Arm kommt's auch nicht an. Nur was er hier im Brustkorb hat. Großartig! Wir können hier kein Theater für die Deutschen machen. Хочет играть, пусть играет для нашего личного состава, на русском. Aber sie können spielen. Wenn Sie auf Russisch spielen, für unsere Soldaten und Offiziere. Nein, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe 50 Jahre lang gebraucht, um richtig Deutsch spielen zu können. Jetzt kann ich nicht mehr Russisch lernen. Он говорит, он 50 лет учился играть на немецком, на русском он уже не выучится. Была бы честь предложена. Entschuldigen Sie bitte, warten Sie noch einen Augenblick. Ich glaube, ich habe da eine Idee, die ist mir gerade eingefallen. У него идея. Ich könnte unter Umständen
den Postmeister spielen von Alexander Puschkin. Он может Пушкина сыграть, стационного смотрителя. Пушкин? Пушкин — это хорошо. Пушкина играть можно. Пушкин ist gut. Пушкин können Sie spielen. Ja, das ist doch ein Wort. Ich danke Ihnen. Благодарит. Только если играть будет по-русски. Auf Russisch natürlich. Natürlich. Auf Russisch. Ich will mich noch ganz an die Menschheit verschwenden. Und dann lass mich fallen wie den Baum im Wald. In Freiheit will ich sterben. In himmlischer Luft. Noch einmal den König Lear spielen. Und dann, wenn das Klingelzeichen mich ruft. Auf den Brettern verenden auf den Sielen. Ein Gott grüßt die Kunst soll aus mir klingen. Der eiserne Vorhang wird gefallen sein. Irgendwie wird einer die Mondnacht singen und ich fahr in die Versenkung ein. Dann schließe ich beide Augen fest. Das Herz in meinen Händen verlösch ich wie das Rampenlicht. So Schicksal will ich enden. Ob die draußen denken, dass wir alle tot sind? Dann wollen wir mal. Nein, okay. Der Russisch lernen. Wenn wir Heinrich frei bekommen wollen, ja, dann müssen wir den Russen erklären, dass er unpolitisch war. Tja, Antifaschist war er nicht. Er war kein Faschist. Also, schreiben Sie. Unter den Mitgliedern des Theaters war bis auf einen Parteigenossen kein Nationalsozialist. Ihr seid das Rote Theater. Ja, so hieß es in Berliner Künstlerkreisen. Schreiben Sie, im Schillertheater hatte sich eine Gruppe zusammengefunden, die sich künstlerisch und menschlich gegen die Ideologie der Nazi-Herrscher verschworen hat. Man muss dazu sagen, das hat weniger mit einer bewussten politischen Auslese von Heinrich George zu tun, als vielmehr mit seinem ungewöhnlichen menschlichen Instinkt. Ein Mann, nicht mehr und nicht weniger, als ein allerdings singulärer, großartiger Komödiant. Eines aber besaß er nicht, die Geschicklichkeit anderer exponierter Bühnengrößen zur Doppelzüngigkeit. Gezeichnet Dr. Wilhelm Frenner, Walter Felsenstein, Robert Müller. Посмотрите, пожалуйста, что будем с этим делать? Ничего не будем делать. Es gab solche Fürsprecher, aber die konnten nicht helfen, weil die NKWD eine ganz selbstständige, ganz autonome Organisation war, die hatte ihre eigene Ordnung, ihre eigene Gesetze, ihre eigene Leitung und sie machten was so. Das war eine Willkür natürlich, ja. Und da konnte man nicht von Gerechtigkeit sprechen. Sehr schön, wo mir hin. Tita Karvajnu Jaška. Tak, guck da. Unser Dunitschka hat uns geschrieben. Unser Dunitschka. Soll ich euch eine extra Ration geben, ja? Damit ihr euch mit mir freut. Alle sollen sich mit mir freuen, was? Na, guck mal, wenn unser Dunitschka geschrieben hat. Wisst ihr, auf was sie geschrieben hat? Hört mal. Lieber Papuschka, ich habe lange nichts von mir hören lassen. Дорогой папа, у меня все хорошо. И ни в чем не нуждаюсь. Я часто думаю о тебе и каждый.
Das Los in der Katowice. Sein letztes Sivuit, Dinge, zwei Kutschische. Passive. Dunjaschka. Tita Kavare. Dunjaschka, как мог данный свита со мной пришествие? Ну почему навсегда? Мы, конечно же, увидимся снова. Правда, никогда не сняешь. Ты можешь умереть. Я могу умереть. Даже у меня на сердце что-то. Давай грудь! Давай грудь! Прощи, счет мне попутал. Прощи, счет мне попутал. Я так счастлив, что дожил до этого дня. Я так счастлив. Eine Blinddarmentzündung, der Herzkollaps, das völlige Versagen seines Körpers. Das alles kam zusammen. In seinem kleinen Zimmer sagte er noch, wie Handwerker hineinkamen und Lärm machten. Kinder, lasst mich doch alleine sterben. Dass er ausgerechnet mich, den Kleinsten, da so bevorzugt, weiß ich nicht. Ich finde es schön, lebe auch damit, dass das passiert ist. Vielleicht hat er mir den Atem gegeben, weiterzumachen und ihm keine Schande zu bringen. Vielleicht war das damit gemeint oder man kann ja da deuten, was man will. Ich hatte gelegen. Ja, aber da musst du mich jetzt nicht fragen. Da ist man so betroffen jetzt davon, dass ich da auch gar nicht antworten möchte. Das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Auf den Brettern zu sterben, war dir nicht vergönnt. Tja. Du starbst als Gefangener. Als dein letzter Weggefährte grüße ich dich mit den Worten Hamsuns. Oh Gott. Nur nicht sterben im dumpfen Bett
unter Decken und Laken anständig nett, von nassen Gesichtern betrauert. Nein, umfallen möchte ich wie ein Baum im Wald, irgendwo und halb im Traum, von niemand gesehen und bedauert. Menschen kapieren einfach zu spät, dass da was ganz Besonderes verloren gegangen ist. Das ist das Trauma, das Schlimme. Lass uns gehen, ist kein schöner Ort. Zwei Monate später haben wir es erst erfahren. Götz hat dann die Mutter sehr getröstet. Da wartet man halt einen Großteil des Lebens, des jungen Lebens auf den Vater, den man ja eh nicht gekannt hat. Und dann kommt jemand und sagt, er ist tot. Damit kann man nicht umgehen. Das kam wesentlich später, der Trauermoment. Und dann fing meine Mutter an zu weinen. Ich weiß gar nicht. Ich bin alt genug, hab mein Leben gelebt, aber ich fahre in die Grube und grüße ihn und sage, frag mich, jetzt entweder sehen wir uns oder sehen uns nicht mehr, aber du hast mich halt immer überholt, hilft nicht. Damit warst halt immer besser, besessener.